Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und ihr wisst es, in guter Tradition von World of Tanks, ich habe frühestmöglich die Premium-Schiffe für euch und in dem Fall habe ich mir das Vorbestellerpaket gegönnt und kann euch also hier dann was zeigen daraus. Und zwar habe ich jetzt vor, die Yubari zu spielen, ist ein Kreuzer der Stufe 4 bei den Japanern und ja, genug der vielen Worte. Ich glaube, wir wollen Spielszenen sehen. Deswegen springen wir ins Gefecht und in fast schon guter Tradition. Ich bin gespannt, wie lange der Matchmaker diesmal braucht, weil wir haben ja doch sehr, sehr viele Spieler in der Warteschlange. Da merkt man, dass die Vorbestellerpakete wohl sehr gut angekommen sind. Wenn es natürlich jetzt zu lange dauert, dann werde ich natürlich hier einen kurzen Cut machen. Aber meine Hoffnung bei doch so viel in der Warteschlange, dass wir hier schnellstmöglich ein Match finden. Ich gebe den Ganzen jetzt nochmal noch bis 40 Sekunden. Falls dann nichts passiert, dann sehen wir uns im Spiel wieder. So ist es und also bis gleich. So, und da sind wir also auch im Spiel. Endlich hat es geklappt. Und eine Map, die ich noch nie gesehen habe und die, ja, ich muss fast sagen, nicht wirklich spannend aussieht, und zwar Ocean. Also einfach eine, wirklich einfach der breite Ozean ist natürlich vielleicht vom Sinn oder auch wirklich natürlich so vorgekommen und nicht so, wie es eben die anderen Karten sind, aber so offen? Ich weiß ja nicht. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, unseren Kreuzer haben wir hier am Start. Was haben wir in der Nachladezeit? Oh, die ist ganz gut. Bisschen Torpedos sind auch da. Da komme ich noch nicht ran, aber die Reichweite ist eigentlich ganz anständig für ein Tier 4. Ich fahre jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter. Eigentlich will ich ja noch nicht so offensiv spielen, aber wie gesagt, natürlich will ich auch frühestmöglich Gegner abbekommen. Will ich ja jemandem zeigen, was das Ding so kann. Mal hier auf die Miyogi halten. Yubari fährt auch weg. Aber einfach mal ein bisschen auf Distanz bleiben. Und hier. Ah, der war Gott sei Dank daneben, aber der war schon verdammt knapp, alter Schwede. Ah, da konnte ich ihm doch gleich mal zwei setzen. So, und wir schießen hier weiter freudig auf den Miyogi. Da kommen auch schon Torpedos auf ihn zu. Und auch, muss ich sagen, auch verdammt schnell das Schiff. Also für einen Kreuzer. So, da konnte ich ihn hinten schön treffen. Nachladezeit ist auch wirklich anständig. Jetzt dreht er bei, jetzt hat er genug. Aber nicht mit mir, da drehe ich nach. Beziehungsweise ich werde mal umaimen auf ein paar andere Gegner. Die Tatsuta da zum Beispiel. Die will sonst jetzt mich da ein bisschen stören. Ganz schön viel Rauch hier in der Mitte. Macht es natürlich etwas schwieriger. Ich drehe jetzt mal bei. Nein, das wird nix. Mal einfach mal ein paar Torpedos hier in die Masse schicken. Ist das eine Suppe?
Gott sei Dank. Schock mich doch nicht so hier. Ja, der erste Hit. Nochmal ein. Also wenigstens kann man hier... Also die Nachladezeit ist wirklich toll. Oh, oh, oh. Was ist denn da drüben? Noch eine Miyogi. Also die Karte ist natürlich dadurch, dass sie so offen ist, natürlich auch sehr, sehr wirklich spannend. Aufgrund natürlich eben der Enge. Aber für Zerstörer würde ich es ein bisschen nachteilig sehen. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen bewegen. Ich habe Angst, dass mir die Miyogi gleich hier ins Heck gibt. Da schießt du doch auch schon. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit meines Schiffs ist wirklich fantastisch. Und auch die Wendigkeit. Also er spielt sich nicht wie ein Kreuzer, muss man sagen. Ah, da ist er weg. Schade, wäre fast mein Kill gewesen. Aber wir drehen hier einfach bei. Aber wie gesagt, der ist wirklich brutal wendig. Also nicht so wie ein Kreuzer. Ein schöner Hybride, würde ich fast sagen. Und jetzt wieder rein ins Getümmel. Bisschen meine Leute hier unterstützen. Die Warteschlange war übrigens gerade 7 Minuten. Also, das war dann Gott sei Dank so, dass ich das nicht hab laufen lassen. Und dann wieder 2 Miyogis hier. Gehen wir jetzt mal auf die Chester. Ah, schon wieder so viel Rauch. Seht es mir nach, ich sehe genauso wenig wie ihr. Auf die Miyogi will ich jetzt eigentlich nicht, aber gut, mangels Alternativen. Nimm es jetzt dann doch mal. Weil eigentlich will ich jetzt keine schlafenden Hunde wecken. Erstmal ein bisschen einschießen. Klappt gerade nicht. Dreht sich auch jetzt eher. Oh. Gott sei Dank. Hat er das gerade nicht sonderlich gut drauf gehabt. Das Einschießen. Ah, da ist er weg. Da ist er abge. Oh, da. Alter. Was machst denn du da? Dich habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, sorry. Wie viele Miyogi sind denn hier im Spiel? Heidewitzka. Fahrt mal von einem weg, trifft mir die nächste. Und sein Rauch. Aber wir drehen einfach mal zack bei. Schön, jetzt hält er mir schön die Seite hin. Und er hat es bei mir deutlich schwerer, weil er nur mein Heck hat.
Einfach ein bisschen zickzack. So, jetzt fahrt er auch noch ans Kartenende. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie ihr wisst. Aber auch ein schöner Hit, 1300 Schaden. Gott sei Dank trifft er nicht. Und jetzt bekomme ich auch auf der Minimap, seht ihr es ganz gut, hier drüben gleich Beistand von der ISO-Katze. Und jetzt fahren hier wieder ein bisschen Schlangenlinien, weil langsam ist zu erwarten, dass wieder von ihm die nächste Salve kommt. Und jetzt will ich mal Richtung Cap fahren. Weil da muss gedecapt werden. Jetzt hat er auch getroffen. Ja, Gott sei Dank. Ah, jetzt hat es schön hier die Torpedos getroffen. Schön eingeschlagen. Oh, jetzt die Iwaki Alpha. Ein starkes Schiff. Ah, sehr gut. Konnte ihn zerstören. So, die Torpedos hier, die stören mich jetzt nicht so arg. Jetzt muss ich den wegmachen. Oh, Gott sei Dank bin ich einigermaßen... Oh, sind die schnell. Boah, war das eng. So, den konnte ich auch noch erledigen. Alter. Ja, jetzt ist hier alles im Arsch. Es ist alles kaputt. Aber ich denke, es war trotzdem eine wirklich beachtenswerte Runde zum Ende hin. Mehr ging einfach da an dieser Stelle nicht. Und damit werde ich jetzt mich gleich hier verabschieden aus dem Jenseits. Vielleicht noch einen Schuss rausbekommen. Ja, zwar nicht mehr getroffen, aber trotzdem konnte ich einiges noch hier reißen. Und wirklich so zum Ende hin war es dann doch nochmal deutlich spannender, als es ausgesehen hat. Ist aber ein wirklich gutes Schiff, das darf ich jetzt zum Ende der Runde festhalten. So, jetzt haben wir nur noch zwei, einmal den Flugzeugträger. Wo ist er? Ach, machen wir es leicht, wenn es so nicht will. Da hinten, der wird nicht mehr lange hier sein Leben... Jupp. Oh, da kommen lauter Torpedos.
Ja, da dürfte der ein oder andere treffen. Und die Server haben gerade ein bisschen Probleme. Sieht man hier jetzt eigentlich ganz gut. Und auch oben die Lag-Anzeige. Da haben wohl ein, zwei mehr getroffen. Die Server werden jetzt natürlich auf die Probe gestellt nach diesem... Ja, nach dieser doch hohen Belastung durch die vielen neuen... Unser Flugzeugträger ist mittlerweile jetzt auch unter den Toten. Jetzt heißt nur noch hier Le Borg in seiner ISO-Katze. Lustig. Er hat hier den Gegner weggemacht. Nicht schlecht. Ah, jetzt geht der Gegner schon in Cap. Schade, schade. Das wäre natürlich jetzt noch eine nette Aktion gewesen, einfach durch Cappen hier einfach zu gewinnen. Mal schauen, was er jetzt macht. Ob er jetzt versucht zu decappen. Oder ob er einfach für sich versucht zu überleben. HP hat er noch genug, aber ich denke mal, wahrscheinlich Rauch und sowas ist schon durch. Also von dem her hat das damit jetzt natürlich deutlich schwerer. Aber er ist auf hartem Weg Richtung Miyogi. Und eine einzige Salve und gut geschossener Treffer langt dann schon aus. Ihr seht auch hier gerade dieses Rubberbanding ab und an. Das heißt, dieses gefühlte Vor- und Zurückziehen der Schiffe. Auch das ist, wie gesagt, gerade dem Server ein bisschen geschuldet. So, da hat er die ersten Torpedos auf die Jagd geschickt. Nochmal welche in einem leichten Fächer. Nochmal welche. Ja, bin ich gespannt. Jetzt dreht er schon bei. Wahrscheinlich ist er nicht mal aufgegangen dabei. Weil der Tarnwert ist auf jeden Fall beachtlich. Aber man sieht, auch die Miyogi dreht schon bei. Also das wird nichts. Ja, und jetzt hat es auch gleich durchgekappt. Schade, schade. Aber trotzdem, wie gesagt, ich fand meine Runde durchaus sehenswert und ich hoffe, ihr auch. Schauen wir mal, was unser Scoreboard sagt. 193.000 Shift für ein Tier 4 Premium, glaube ich, kann man lassen. Am meisten XP eingefahren und 45.000 Schaden. Ja, ich glaube, unterm Strich eine gute Runde und zeigt definitiv, wie gut dieses Schiff ist. Mir persönlich macht es viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Deswegen lasst mir ein Like da. Ich bin euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Bis bald, euer Alcaramba.